mehr. Dein Stab mit 8 Pfund. Das drum. Das Knochenmehl und das Gold. Wir sind überladen mit 2 Pfund. Na danke. Kehre zu Teuftier zurück. Objekt. Naja, Schlammbeinkrabben, Äpfel, Kaninchenkeule, Schlafsack, Lachs, Kartoffeln, Hundefleisch auch. Weg damit. Grüne Äpfel. Hier, Kürbisse. Nein, Lauch, Fasanenbrust. Naja, 3 Pfund haben wir wieder gekriegt. Und jetzt haben wir noch. Oh, da vorne haben wir einen liegen. Und der andere lag, glaube ich, über mir, ne? Da oben. Was hat der dabei? Stiefel und. Na, ist natürlich nichts wert. Zu wenig. Mal gucken, was der andere dabei hatte. Vielleicht ein bisschen Gold. Wäre ich glücklich drüber. Aber ich glaube es nicht. Sieht genauso beschissen aus. Schlachterfisch, Ei. Bitte so bleiben. Oh, Schlachterfischschuppen natürlich. Ihr tragt so viel. Was nehme ich denn Scheiß eigentlich mit? Brauche ich doch gar nicht. Mal ganz ehrlich, was macht eigentlich ein Schlachterfischei? Kann man das essen oder wie ist das? Schlachterfisch. Schlachterfischschuppen, Schlachterfischei. Giftresistenz entdeckt. Ah ja. Und die Schuppen? Frostresistenz. Und das hier? Ausdauer wiederherstellen. Naja, wenigstens etwas. Schneebären. Feuerresistenz. Und dann haben wir noch Silberbars. Geberschwanz. Geberschwanz, Ausdauer, Regeneration. Senken wahrscheinlich. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's lang? Weiß das jemand? Oh. Jetzt da vorne. Ach so, Hundefleisch, wo ich abgelegt habe. Nee, da geht's nicht raus, oder? Ob das so eine Urne? Gold 4? Nee, da geht's nicht raus. Dietriche Zaubertrank der Wasseratmung. Heidanei. Dietriche und Gold. Ich bin mal wieder kurz vor und da ist noch eine Truhe. Lass mich raten. Alter Schwede, ey. Essenz der Zerstörung. Gold. Markierung, Armen, Rubin. Blabla, Vulkan, Glas, Dolch. Na danke. Pass auf, du kriegst jetzt was von mir. Aber was? Was soll ich dir geben? Ich habe nichts. Was bin ich denn nicht drüber? 5 Pfund sind wir drüber. Alter Mann. Ich habe nichts dabei, was ich dir geben könnte. Die Boots könnte ich dir geben. Na gut, die sind 125 wert. Na und? Die kaiserliche Rüstung kann ich dir eigentlich. Die kann ich selber wieder nachbauen. Das ist kein Thema. Aber es reicht leider nicht. Wenn ich die Dinger für 125 wieder mitnehme, dann muss ich noch was loslassen. Was da lassen, meine ich. Ja. Die blaue Magierrobe. 153. Ungern.
Was haben wir denn hier drin? Nichts. Ich kann dich leider nicht da lassen. Leuchtender Kristall. Leuchtende Kristallschärfe. Büchermäßig. Gucken wir mal, was wir an Büchern haben. Zauberbuch Flammen. 1 Pfund. Hier. Frostbiss habe ich schon. Hier. Flammen. Oh. Das haben wir noch gar nicht gelesen. Bücher. Beständiger Schutz und Zaubertrank. Zauberbuch Gleichgewicht natürlich. Nicht Zaubertrank. Und dann hole ich mir jetzt noch diese Stiefel. Apropos Stiefel. Habe ich die eigentlich schon ausprobiert? Nee, ne? Ja. Nein, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Siehst du mal. Ja, den Nathelm eigentlich nicht so. Die Magic Hood. Die blaue Robe. Verkaufen wir nachher die. Müssen wir ja auch. Oh, die Maske von dem Hoden. Natürlich. Ja, wenn, dann schon alles, ne? Ne, den Helm brauchen wir ja nicht. Naja, schauen wir mal. Der Helm. Gut. Was war denn das jetzt nochmal? Das war... Die Nordarmor. Die Boots. Okay. So sieht es also aus. Alles klar. Und jetzt noch die Maske dazu. Wo ist er denn? Wie heißt denn die? M. Da. Molokai. Alles klar. Was macht die Maske eigentlich? Naja, ist ja wurscht. Gehen wir mal. Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dieses Monster niemals entkommt. Ich verspreche euch, so etwas lasse ich nicht noch einmal geschehen. Ich werde diesen gesamten Ort abriegeln. Quatschen kann man nicht mit ihm. Oh, Riegel und Tür öffnen. Durchsuchen, 8-mal Gold. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Bist du Freund oder Feind? Nicht fragen, töten! Das ist ein... Ich, wenn's halt besser wisst, würde ich sagen, das ist ein Talmor-Vogel. Moment. Entschuldigung. Werden wir mal mit ihm sprechen. Mal schauen, was er zu sagen hat. Er bewegt sich jedenfalls nicht. Das ist ein komischer Vogel.
Was für ein komischer Hoden. Also raus kommen wir nicht, da müssen wir an ihm vorbei. Und das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Wäre vielleicht doch besser, wenn ich ihn erschieße. Naja, egal. Ihr habt es also lebend dort hinaus geschafft. Ancarno hatte recht. Ihr seid gefährlich. Ja. Ich fürchte, ich muss euch diesen Stab jetzt abnehmen. Ancarno möchte, dass er sicher verwahrt wird. Ach ja, und er wünscht euren Tod. Hm. Nichts Persönliches. Ich habe keinen Streit mit euch. Geh mal aus dem Weg. Seid nicht töricht. Ihr habt keine Chance. Ihr hättet nie herkommen. Was für ein komischer Lappen, ey. Ich hätte ihn doch erschießen sollen. Ah, jawohl, richtig. Na, stinkt dir. Wir unterhalten uns gerade zwischen Tür und Angel und ich habe ihn gerade erschossen. Ja. Oh, ein Teller mit einer silbernen Saphir-Halskette. Was da nicht so alles rumliegt, wenn der Tag lang ist, gell? Was haben wir denn? Makika, Silberring und 8-mal Gold. Na, ein Glück, dass ich Platz habe im Inventar. Naja. Die Stiefel, die Handschuhe und das Kapütchen samt Umhang mit allem drum und dran. Na danke. Es gibt so komische Leute auf der Welt. Hier auf den Himmelsrand. Richtig komische Leute. Das sind Hosen. Wie hat er es eigentlich hier reingeschafft? Alles ist abgeriegelt. Und die Tür, wo ich reinkomme, bin wir auch verriegelt. Nicht doch. Das nicht euer Ernst. 8-mal Gold. Lösegeld für Zache könnt ihr behalten. Die Stiefel brauche ich nicht. Die Heilung nehme ich noch mit. So. Jetzt sind wir wieder 2 Pfund drüber. Das ist zum Mäusemelken heute. Was ist denn der Helmwert hier? 330. Ah ja. Habe ich irgendwas dabei, wo ich nie gebrauchen kann? Nee. Das alles, was wert. Unglaublich, ne? Schwaches Gift der Ausdauer, schwaches Gift. Frostbissgift. Halbes Pfund. Schlafsack. Die Dinger hier. Ich will das aber nicht hergeben. Zwergenöl. Was macht Zwergenöl eigentlich? Unbekannt. Ja, ja. Viertelpfund. Danke. Hier nochmal ein paar Bücher lesen und wegwerfen, die ihm geben. Das haben wir noch nicht gelesen. Brief von Jarl Sidgeier aus Feigenring. Siehst du mal, das müssten wir eigentlich auch machen. Irgendwann einmal. Der